müssen wir noch mal. Wir müssen mit Markus noch mal die friedliche Demonstration machen und dann noch mal schauen, wie das dann läuft am Grenzpunkt bei Kerma. Dieses ganze Stück, was wir machen müssen. Es kommt vielleicht auch an mehrere Parts. Versuch's zurechtzuschneiden, aber das ganze Stück. Sie brachten mir so viel bei, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, wir siegen, weil wir im Recht sind. Ich weiß jetzt, wie falsch ich lag. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Ich will nicht, dass Blut fließt. Egal welcher Farbe. Aber sie schlachten mein Volk einfach ab. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Jetzt lass uns mal die richtige Entscheidung treffen. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Diesmal nehmen wir, marschieren friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Die Revolution haben wir schon gesehen, was daraus geworden ist. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Menschlichkeit in Menschen? Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ich weiß ja nicht. Ausgerechnet der Mensch. Uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Sie wirken friedlich, aber ihre Absichten sind nach wie vor un... Ist das uns ein friedlicher Marsch? Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Das besser machen. Keine Gewalt.
friedlicher Marsch. Es werden wahrscheinlich alle sterben dabei. Aber wir machen keine Gewalt. Gewalt geht nicht von Androiden aus. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Er gibt euch sofort. Oder wir eröffnen das Feuer. Bereit, Mann. Jetzt werden die Leute sehen, so friedlich sind. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Die sind die, die eine friedliche Demonstration niedermetzeln. Das kommt bei den Medien nicht sehr gut an. In der Bevölkerung. Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Jetzt schießen sie auf friedliche. Friedliche Demonstranten. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber das ist momentan schwierig. Jetzt sitzen sie. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wie feige ist das? An alle Teams, nicht schießen! Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael? Zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Und wenn es Wochen oder Jahre sind. Ja, was ist jetzt seine Mission? Jetzt erschießt er den friedlichen Demonstranten. Seine Aufgabe ist jetzt gerade komplett nutzlos geworden. Komplett. Hat komplett die Wirkung verloren. Es hatte Wirkung bei der Revolution, wo der da mit dem Mast dort stand, aber Connors Job hat jetzt komplett jegliche Relevanz verloren. Hier auf dem Dach. Was er jetzt macht, ist einfach nur dumm. Leg das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um! Ich habe Ihren Anführer im Visier. Ich erschieße ihn, jetzt will ich und das dann aber können auch Sie mit mir machen, was Sie wollen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist eine die letzte Warnung! Noch nicht ausprobiert. Ich kenne dich. Du bist Connor. Der Android von der Geiselnahme. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain.
Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern. Ich habe noch nicht versucht, damit draufzugehen. Schlecht zu kämpfen. Das hätte ich wirklich schon längst tun sollen. Stirbt Connor durch seine Hand. Mit Alice müssen wir es jetzt natürlich nochmal irgendwie der nach Kanada schaffen. Und da schneide ich mich raus. Die Karten kriegen zum Bus und auf geht's. Das habt ihr schon gesehen. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Große Passagiere und der nächste Bus ist in frühestens 30 Minuten. Barrikaden beleuchtet. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Hey, helft mir! Wir verbarrikadieren uns. Keine Gewalt, weiterhin. Den Gewaltweg haben wir schon genommen. Das Ergebnis haben wir gesehen. Wenn das Auto auch nicht umwerfen oder anzünden. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Auf jeden Fall. Position der Soldaten schicke den Journalisten eine Botschaft. Ich will mal kurz lesen. Sie fordern uns heraus. Lieblingsmagazin Feedlust. Wir werden umstellt. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen?
standhalten. Das ist die einzige Option. Unterstütze deine Leute. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Habe ich mich immer richtig entschieden? Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Wo sind denn diese Journalisten? Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Gefangene Gleichheit lebendig frei. Marcus! Marcus, komm her! Ich wollte noch mit den Leuten reden. Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Du hast mein Wort. Weiter. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Können wir hier reden? Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Oh, verdammt. Das könnte ein großer Fehler sein. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Dann ist das so. Du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Auf gar keinen Fall. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Und zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Das glaube ich ihnen nicht. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus.
Dann sei es das so. Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Oh, doch. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Okay, das tue ich nicht. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Tja. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Wir werden es nicht ergeben. Wir werden aber auch nicht kämpfen. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Die greifen unschuldige Demonstranten an. Okay, an der kanadischen Grenze. Da müsste es jetzt eigentlich besser laufen für Cameron und Alice. Genau das Ending wollte ich nochmal sehen. Vielleicht sehen die das. Entschuldigung, was ist hier los? Das war kurz. Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie nicht gewalttätig ist. Bitte weitergehen. Der lässt die durch. Hier lang, bitte. Na dann, here we go again. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Ausweis, bitte. Keine Sorge, Alice, das wird schon. Ich bin gespannt, ob das was wird. Wir kommen nicht durch, Kara. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Ich werde wieder keinen Umfang. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Wird schon einer erschossen. Weil sie Angst haben. Alles nur aus Angst und Hass.
Ich bin so froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch nappen. Es muss doch diesmal gut gehen. Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Ich hoffe es. Verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Mhm. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Das liegt doch schon nach einem anderen Ende. So, das werden wir sehen, was dabei herauskommt. Nein, ich opfere niemanden. Nächster, bitte. Jetzt werden wir was sehen. Zerpetzt wird man durchkommen. Ausweis bitte. Bitte. Wir wollen noch frei. Na komm. Willkommen in Kanada. Ah, sehr schön. Das Ende, was ich mir für die beiden wünsche. Geschafft. Freiheit für alles. Okay. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben.
haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Es werden alle sterben, aber... demonstriert. Wir sind die Schuldigen eindeutig, die Bunden. Die Armee. Die Menschen. Und wir haben auch unseren Riesen. Sagen, wir werden den Frieden, das die friedliche Demonstration ist nicht beenden. Wir werden nicht zurückschlagen. Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend... Ach, gnädige Präsident. Ja, das Militär zieht sich zurück. Gnaden. Kurz. Die Bilder der Abweichler, die im Angesicht des Todes singen, werden auf der ganzen Welt gesehen. Sind Abweichler wirklich bloß defekte Maschinen? Oder sind sie vielleicht eine neue Lebensform, die wir nicht anerkennen wollten? Wenn wir Bilder von Androiden sehen, die in den Lauf einer Waffe blicken, können wir nur darüber spekulieren, ob sie Angst und Mut einfach simulierten
oder ob sie diese Gefühle wirklich empfunden haben. Präsidentin Warren soll persönlich eingegriffen haben, um die Androiden zu verschonen. Die friedliche Demonstration der Abweichler und der Respekt ihres Anführers Markus hat ihnen Sympathie unter manchen der Bürger eingebracht. Deshalb habe ich angeordnet, die Zerstörung der Androiden ab sofort und bis auf weiteres auszusetzen. Wir öffnen Deportationslager. Ich habe zudem einen Sonderausschuss des Senats angewiesen, die Fakten zu prüfen, Kontakt zu den Abweichlern aufzunehmen und festzustellen, ob es sich hierbei tatsächlich um eine neue und intelligente Lebensform handelt. Ich wollte sie schon ganz anders nennen. Ich habe mich zurückgehalten. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Das Ende kennen wir schon. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Oh. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute, heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Was ist los mit Connor? Jetzt ist er doch noch zum Abwechsler geworden. Connor, was machst du denn? Gehorche, das ist ein Befehl. Ich kann das nicht tun. Ich verstehe. Moralische Zweifel. Wir wussten, dass du gefährdet sein könntest. Deshalb war immer geplant, dass wir wieder die Kontrolle über dein Programm übernehmen. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Du brauchst überhaupt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Oh, weia. Nein. Was geschieht? Es muss einen Ausweg geben. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Oha. Ich meine, ich wollte. Aber du konntest jetzt nicht zum Abwechsler machen, das stimmt die ganze Sache mit dem. Mit dem Maschinen-Dings. Aber ich konnte ja Markus jetzt nicht im Finale. Triumph erschließen. Die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Na komm. Dann soll es so sein. Lass noch Connor zum Ende hin doch noch was Gutes vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz. Das ist ja super. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Kara und Alice in Kanada. Markus hat gesiegt, hat den Lager befreit und friedlich demonstriert und es sind frei. Connor ist auch befreit. Ist ja fantastisch. Bestes Ending ever. Wir sind frei.
das ist das Ende, was ich sehen wollte. Das wir hätten bekommen sollen. Das Let's Play. So hätte es sein müssen. Damit können wir doch dieses Projekt beenden, oder? Das ist doch ein sehr zufriedenes Ende. Ich habe da noch zwei gute Endings gesehen. Ich meine, das Lagerende dort nach der Gefangennahme, das war auch, sie wurden letztendlich befreit. Und dieses Ende, fantastisch. Nur Hank hat es nicht geschafft. Tja. Und einige andere Rubinen. Einige sind auf dem Weg gestorben. Und letztendlich. Nur Ruhe und Frieden, Hank. Aber ansonsten Frieden, Freiheit, Gloria. Und das ist der Moment, ich wette mit euch, dieser Moment, Marcus mit dem Mantel auf dem Spieß, das ist die Geburtsstunde von Cyberpunk gewesen. Das ist von Cyberpunk 2077, hat irgendjemand bestimmt. Das ist zwar bestimmt nicht von denselben Entwicklern, aber irgendwer ist jetzt nur so ein Halbwissen von jemandem, der Cyberpunk 2077 nie gespielt hat. Erinnert mich bloß ziemlich stark daran. Die Androiden. Wahrscheinlich absolut nicht, aber ich fände es schön. Wahrscheinlich absolut nicht. Wahrscheinlich hat Cyberpunk nicht den Ursprung in Detroit bekommen, und das wäre zu schön, aber ja, der Gedanke ist trotzdem nicht schlecht. Gut, na dann. War es das wohl jetzt mit dem Let's Play zu Detroit Become Human? Und jetzt mal das Wichtigste gezeigt. Könnten jetzt natürlich noch andere Endings machen, dort hier und dort noch einige Kleinigkeiten ändern, aber ich meine, das ist doch ein Ending. Damit kann man leben.